In ihrem Buch »Einfach mal machen« könnte ja gut werden, beschreibt Jeller die ersten Schritte in ein selbstbestimmtes Leben. Mit dabei ihr kreativer Mann Christoph. Dieses erfinderische Paar lebt in Ungarn auf ihrem eigenen Familienlandsitz und probiert sich dabei in allen Richtungen aus. Es geht um Freiheit, Autarkie und dem Auswandern. Dabei kommt in diesem Buch von Jeller der Humor ganz gewiss nicht zu kurz. Jeller zeichnet sich durch einen außergewöhnlichen, humoristischen Sprachstil aus. Es macht sehr viel Freude, dieses Buch zu lesen. Mich hat der Wortwitz von Jeller hellauf begeistert. Und ich freue mich, dass ich euch ein Kapitel davon vorlesen darf. Eine Hörprobe von Jeller kannst du auch über den Verein Eibenheim bekommen. Einfach mal machen beginnt mit der Geschichte vor der Geschichte und beschreibt, wie Christoph und Jeller zuvor gelebt haben. Dann werden die einzelnen Schritte beschrieben, wie die beiden sich kennengelernt und auf ihrem eigenen Familienlandsitz in Ungarn leben. Das Kapitel »Die Themen des Stadtmäuserichs« lese ich dir jetzt vor. Viel Spaß beim Zuhören! Die Themen des Stadtmäuserichs. Christoph wurde als Mann mit ganz anderen Themen konfrontiert, wobei es auch bei ihm viel um seine eigenen Ansprüche an den perfekten Familienlandsitzer ging. Beispielsweise hatte er zu Beginn seines Lebens auf dem Lande ganz klar die romantische Vorstellung vom Sensen bei Sonnenaufgang im Kopf. Zu einem, weil er meinte, dass man das als Landsitzer so zu tun hat, ähnlich wie meine Vorstellung vom wallenden Rock der korrekten Landfrau, war er der Auffassung, dass der vollendete Familienlandsitzer motorisierte Geräte wie den Rasenmäher verschmäht. Zum anderen hatte er die Sense seines Großvaters geerbt, mit welcher dieser in jüngeren Jahren hochenthusiastisch alles gemäht hatte, was ihm unter das Sensenblatt kam. Dahingehend existierte in Christoph ein deutliches Bild des grasschneidenden Naturburschen, das er gerne zum Leben erwecken wollte. So begann er direkt im ersten Jahr hochmotiviert mit der Sense herumzufuchteln. Natürlich auch hier absolut ohne irgendwelches Wissen über Technik oder Material. Das Ergebnis nach ein paar Stunden Gemetzel, wobei die gemähte Fläche danach eher so aussah, als hätte eine Herde Kühe darauf gelagert, als dass man sie gemäht hätte nennen können. Völlig frustriert beschloss er also, dass er wohl kein Typ für die Sense sei, hängte die schöne Großvatersense an den Nagel und lieh sich kurzerhand einen Balken mehr vom Nachbarn. Damit schepperte er über das Land, was auch soweit ganz gut klapperte, bis er über ein Erdwespennest fuhr und das aufgrund des Lärms und der Vibration der Maschine erst nach ungefähr 10 Stichen bemerkte. Daraufhin lag er in den folgenden Tagen mit einer Art Nesselfieber als Reaktion auf die vielen Stiche danieder. Die Verknüpfung zum Unterschied zwischen unsensibler Maschine und Handarbeit machte er dort aber noch nicht. Das negative Erlebnis mit der Sense saß erst einmal zu tief. In unserem ersten gemeinsamen Jahr in Ungarn kauften wir uns dann einen Rasenmäher,
mit dem wir ein paar Jahre lang die Flora des Familienlandsitzes modellierten. Die vielen Goldruten mähten wir aus, die im Verlauf der Jahre dann durch das Mähen entstandene artenreiche Wildwiese ließen wir stehen und mähten nur Wege hindurch. Irgendwann gab es da mal einen Gast, der in Österreich Sensenkurse anbietet und im Zuge seines Besuches dies auch für uns Siedler in Ungarn angeboten hat. Mit dem Gedanken, ja gut, wann das jetzt schon einmal angeboten wird, in Kombination mit, und der Rasenmäher macht echt ziemlich Lärm, frisst Benzin und stinkt, beschloss Christoph, sich noch einmal an der Sense zu versuchen und auf das Experiment einzulassen. Er bezeichnet es heute als Offenbarung. Die kompetent angeleitete Technik inklusive Schärfen und Dengeln hatte mal so rein gar nichts mit dem Herumgefuchtel seines ersten Jahres gemein. Zusätzlich stellte sich heraus, dass die Sense seines Großvaters viel zu kurz für ihn war. Er gönnte sich also eine passende Sense mit verschieden starken Sensenblättern für unterschiedlichen Bewuchs und legte mit neuem Elan los. Durch kontinuierliches Üben klappte das Sensen immer besser. Er wurde schneller und schneller und erfüllte sich so sein Bild vom Morgenritual des Sensens bei Sonnenaufgang. Auch das Schnittbild sah nicht mehr nach lagernder Kuh aus. Mit der Routine begann sich eine richtig gehend meditative, beruhigende und entspannende Wirkung zu entfalten. Und Christoph realisierte, dass diese Art des Handwerks tatsächlich um vieles ganzheitlicher ist als das profane Ummähen mit dem Rasenmäher. Abgesehen von der schon erwähnten meditativen Wirkung werden beim Sensen auch kaum Insekten getötet, da das Gras lediglich kurz über der Wurzel abgeschnitten wird und nicht verschnitzelt, wie beim Rasenmäher. Christoph hat so aus sich selbst heraus seine Liebe zum Sensen entwickeln können und hat sich nicht im Dogma, ein ordentlicher Landsitzer mäht mit der Sense, verheddert. Wir besitzen noch immer einen Rasenmäher, mit dem wir auch immer noch gewisse Flächen bearbeiten. Jedoch machen wir das jetzt viel bewusster im Hinblick auf die kleinen Lebewesen, die mit uns auf dem Familienlandsitz leben. Beispielsweise ist es gut, wenn stark beflogene Flächen eher morgens oder abends, wenn weniger Verkehr ist, gemäht werden. Wenn dich dieses Kapitel schon begeistert hat, bestelle dir gerne das ganze Buch. Das Buch Einfach mal machen könnte ja gut werden, kannst du über den Verein Eibenheim beziehen. Nutze die Gelegenheit und besuche Jella und Christoph auch gerne auf ihrem Telegram-Kanal. Unterstützen kannst du die zwei auch gerne. Dazu bietet dir der Verein Eibenheim mehrere Möglichkeiten. Auch wir von der Landsitzliebe freuen uns über deine Unterstützung. Bitte teile gerne unsere Übersicht und auch die vielen Interviews, die wir extra in einem Kanal zusammengefügt haben. Auch unsere Buchvorstellungen. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß in meinem Kanal Anis Welt und in dem Kanal der Landsitzliebe. Alles Liebe wünscht dir deine Ani von der Landsitzliebe.